freue mich, dass auch so viele da sind. Wir sind jetzt hier beim ersten Panel. Risiko werden Verwundbarkeit verhindert. Mein Name ist Katja Maurer, ich leite die Öffentlichkeitsabteilung von Medien International und stelle Ihnen jetzt gerne das Podium vor. Ist es zu leicht, das möchte ich mir normalerweise sehr dauern. So, wir haben hier auf diesem ersten Podium Peter Mucke, er ist Geschäftsführer des Bündnis Entwicklung Hilft. Das Bündnis Entwicklung Hilft ist ein Zusammenschluss von wesentlich entwicklungspolitisch orientierten Hilfsorganisationen mit einem Partneransatz, also nicht mit Selbsthilfe leisten, sondern mit Partnern vor Ort. Medico ist da drin, Brot für die Welt, Centers No Miserior, Kindernothilfe für so Blinden, Mission mit Hungerhilfe. Das Bündnis, was in Erscheinung tritt, wenn es um Spenden um Nothilfefälle geht, gibt jährlich einen Risikobericht heraus, um auch sich mit den ganzen Fragen der Katastrophenprävention zu beschäftigen. Das wird Peter Mucke uns gleich vorstellen. Der letzte Risikobericht im letzten Jahr, gemeinsam mit der UN-Universität in Bonn herausgegeben, beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Gesundheit und globale Gesundheit. Und wenn wir uns globale Verhandlungen unterhalten wollen, dann sollten wir uns erstmal über die Lage verständigen. Deshalb fangen wir auch genau mit dem Bericht an. Danach haben wir zu Gast Uwe Kickeritz. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen, entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen, hat in der letzten Legislaturperiode auch den Unterausschuss globale Gesundheit, der Teil des Ausschusses war, geleitet, also ist auch jemand, der wirklich schon große und lange Erfahrung im Bereich globale Gesundheit hat. Und als letztes wird dann Andreas Wulff zu uns sprechen. Er ist der Gesundheitsprojektkoordinator bei Medico International schon seit vielen Jahren und kennt sich natürlich ausgezeichnet aus mit allen Fragen globale Gesundheit und auch Möglichkeiten, die wir als Hilfsorganisation, als politische und Menschenrechtsorganisation eine Sicht darauf haben, was man ändern kann und müsste, damit es einen gerechteren Zugang zu Gesundheit für alle in der Welt gibt. So, also das ist in etwa auch dann der Aufbau. Wir haben also die Lagebeschreibung, wir haben die politischen Ansätze, die zu diskutieren werden, wie uns Kickeritz vielleicht vorstellen wird, und am Schluss auch die Frage, was kann denn von unten geschehen, ja, von Seiten der lokalen Zivilgesellschaften mit Unterstützung von uns. So, jetzt bitte ich den Peter als erstes, uns den Risikobericht. Ja, guten Tag. Kann man mich so gut verstehen von dem Mikro her? Okay. So, wunderbar. Ja, erstmal danke an Medico und danke an Katja Maurer. Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, heute die globalen Aspekte aus Bündnis zu diskutieren und freue mich auch, dass wir da den Risikobericht als eine Grundlage nehmen können. Herr Maurer hat es gerade schon gesagt, wir haben dieses Jahr das Schwerpunktthema Gesundheit und medizinische Versorgung. Wir arbeiten bei unserem Weltrisikobericht immer auch mit Kooperationspartnern aus dem wissenschaftlichen Bereich zusammen, weil es uns darum geht, die praktische Erfahrung unserer Mitgliedsorganisationen auch in einen Kontext zu stellen mit der Analyse weltweiter Situation, Analyse eben der globalen Ausgangslage. Warum wir uns entschieden haben, einen Weltrisikobericht herauszugeben, und dies ist für die dritte Ausgabe, auch 2011 und 2012 gab es schon Weltrisikoberichte, liegt wesentlich daran, dass wir den Zusammenhang aufzeigen wollen von Verletzbarkeit in Katastrophen und diesen extremen Naturereignissen. Also aufzuzeigen, dass ein extremes Naturereignis nicht per se zu einer großen Katastrophe führen muss, sondern dass es sehr davon abhängt, auf welche gesellschaftliche Situation trifft eigentlich eine solche Katastrophe. Und das kann man an dem Thema, das wir heute haben, auch mit einem Satz zusammenfassen, sehr deutlich bei diesem Themenbereich: Länder, in denen das Gesundheitsniveau niedrig und die medizinische Versorgung schlecht sind, haben ein deutlich erhöhtes Katastrophenrisiko. Das haben wir dann detailliert in dem Bericht natürlich auch dargelegt. Diesen Satz können wir sehr deutlich untermauern.
Warum wählen Sie die Regierung jetzt? Weil das Bündnis Entwicklung hilft und von unseren 7 Mitgliedsorganisationen her diesen Weg gehen ist, weil wir zukunftsorientiert Schlussfolgerungen ziehen wollen, zum einen natürlich für unsere eigenen Hilfsmaßnahmen, aber auch für politische Prozesse, für die Diskussion im politischen Bereich und auch für die Berichterstattung durch die Medien. Wir wollen letztendlich deutlich darauf hinwirken, dass es zu einem verstärkten zu Risikoanalysen kommt, sodass dann auch das ganze Feld der Katastrophenprävention, der Vorbereitung auf mögliche extreme Naturereignisse ausgebaut wird. Und da hat natürlich der ganze Bereich der Gesundheit und der medizinischen Versorgung eine wesentliche Bedeutung. Der Weg, den wir wählen, jetzt muss ich fragen, können Sie das gut genug sehen hinten? Gut. Der Weg, den wir wählen, ist, dass wir einen Index berechnen. Das machen wir in Zusammenarbeit, wie Katja Maurer eben gesagt hat, mit der United Nations University in Bonn. Bei diesem Index gucken wir uns insgesamt 4 Komponenten an. Das ist einmal der Naturgefahrenbereich, also welche Gefährdung trifft auf einzelne Länder mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Das können Wirbelstürme sein, das kann ein Erdbeben sein, das kann aber auch die Folgen, können auch die Folgen des Meeresspiegelanstieges sein. Also hier schauen wir uns verschiedene extreme Naturereignisse an in ihrer Wahrscheinlichkeit. Und analysieren dann 3 weitere Komponenten, die alle dem gesellschaftlichen Bereich zuzuordnen sind, nämlich einmal die Anfälligkeit, die also bedeutet sowohl für die einzelnen Personen, aber auch für die Gesellschaften, wie anfällig sind sie, dass sie also im Schaden, also in einem Ereignisfall selber auch einen Schaden erleiden. Also konkret bei einem Erdbeben der Stärke 6,7 im Raum Aachen ist sehr wenig passiert, da haben ein wenig die Gläser gewackelt, das war's. Aber in Pakistan würde ein solches Erdbeben ganz anders auf die Häuser und auf die Menschen einwirken. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Schaden zu erleiden, ist viel, viel höher. Die zweite Komponente in diesem Bereich, in dem gesellschaftlichen Bereich, ist die Frage der Bewältigungskapazitäten. Wie weit kann man also in einer Katastrophensituation schnell reagieren? Hier kommen auch viele der Aspekte aus dem medizinischen Bereich mit rein. Das geht sowohl um Fragen der direkten Notversorgung, das geht aber auch um die Fragen eines Gesundheitssystems und auch einer Solidargemeinschaft, die denen, die betroffen sind, sehr schnell und sehr wirkungsvoll hilft. Und das dritte Feld bei dem gesellschaftlichen Bereich, insgesamt die 4. Komponente des Index, sind die Frage der Anpassungskapazitäten, also wie weit bereiten sich Gesellschaften auch perspektivisch darauf vor, dass es zu einer Katastrophe kommen kann. Und dieses Feld der Anpassungskapazitäten hat natürlich nochmal ganz besondere Relevanz jetzt in den ganzen Diskussionen zu den Auswirkungen des Klimawandels. Da geht es dann letztendlich auch um die Strategien in diesem Feld. Natürlich kann man sehr klar sagen, wer vorbereitet ist, wer im Falle eines extremen Naturereignisses weiß, was zu tun ist, hat höhere Überlebenschancen. Das zeigt unsere Risikoanalyse, das zeigen aber genauso auch die praktischen Beispiele aus unserer Arbeit. Wir wissen zum Beispiel auf den Gesundheit bezogen in Gegenden, wo die Durchimpfungsrate für Masern gering ist, dass man im Katastrophenfall sehr zügig reagieren muss, weil die Gefahr eines Masernausbruches bei einem geringen Impfstatus ausgesprochen groß ist. Also das ist ein Wissen, was aus der Nothilfearbeit heraus bekannt ist. Wir wissen aber auch, und das ist ein Beispiel, was eben immer wieder in den Medien dann kommt, dass wir nach verschiedenen Katastrophen darauf vorbereitet sein müssen, dass es zu Cholera-Epidemien kommt. Und das hängt ganz entscheidend davon ab, wie ist die Hygienesituation, das heißt auch, wie ist die sanitäre Infrastruktur in den Ländern. Und bei beiden Beispielen, also nehmen Sie Cholera oder nehmen Sie Masern, auch das ist wieder ein klares Indiz dafür, dass es auf die Frage der Prävention ankommt. Dieser Index, wenn wir ihn dann für die Länder durchgerechnet haben, führt dazu, dass wir auch eine weltweite Bewertung machen. So.
Das können Sie jetzt nicht von den einzelnen Ländergrenzen erkennen, das ist auch nicht der Sinn dabei. Es gibt auch bei uns in dem Weltrisikobericht Karten, wo das wirklich dann für die einzelnen Länder nachlesbar ist. Wie sind die Indexwerte, wie sind auch diese vier Komponenten, die ich eben erläutert habe. Und Sie können hier sehen, dass wir in der Lage sind, die Risikogebiete aus dieser Kombination heraus relativ genau festzulegen. Natürlich sind wir uns darüber im Klaren, dass die einzelnen Länder auch nochmal wieder in sich unterteilt sind. Risikoräume sind unterschiedlich, der städtische Bereich kann anders sein als der ländliche Bereich, aber das gibt uns schon einen wichtigen Eindruck davon, wo ist der besondere Handlungsbedarf. Bei der Analyse gehen wir so vor, dass wir für die einzelnen Felder, die ich eben erläutert habe, Indikatoren ausgewählt haben. Diese Indikatoren sind mit weltweiten Datensätzen hinterlegt. Also alle Analysen, die wir machen, machen wir ganz bewusst weltweit, nicht eingegrenzt nur für Industrieländer, nur für Entwicklungsländer. Wir wollen da zu einer Gesamtbetrachtung kommen. Ich gehe die jetzt nicht im Einzelnen durch die Felder, das würde, glaube ich, hier jetzt zu lange dauern. Aber Sie sehen daran, dass wir in den Feldern mit verschiedenen Indikatoren dann die Berechnung des Index durchführen. Konkret zu zwei Themenfeldern, die auch hier heute von besonderer Bedeutung sind. Wir haben in dem Bericht auch analysiert den Zusammenhang, den man aufzeigen kann, Kindersterblichkeit in bestimmten Ländern und die Frage, wie ist dort die Hygienesituation. Wir haben als Maßstab für die Hygienesituation gewählt die Frage, inwieweit es eine offene Fäkalentsorgung dort noch gibt. Gleichgehend zu einem guten Sanitärsystem. Und in der Regel ist das eine gute Anzeige auch für die Hygienesituation. Und dazu möchte ich gerne einzelne Zahlen auch mal nennen, also um auch diese Dimension zu veranschaulichen. Während in Industrieländern im Schnitt 97% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten Zugang zu einer Trinkwasserversorgung haben, die einem entsprechenden Mindeststandard entspricht, erreicht diese Quote in Afrika südlich der Sahara nur 51% und West- und Zentralasien je 78%. Das sehen Sie hier auch von der Verteilung her bei den Rotfärbungen und Grünfärbungen der Länder. Während in Industrieländern im Schnitt 92% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten Zugang zu einer ausgebauten Abwasserversorgung haben, die eben auch dem Mindeststandard entspricht, sind es in Afrika, südlich der Sahara und in Ozeanien nur je 24%. Gerade mal ein Viertel der Bevölkerung, in Südasien 30%. Vergleichbare Zahlen kann ich genauso auch aufzeigen für die Trinkwasserversorgung. Und was aber dann das Entscheidende ist, ist zu sehen, was hat das für Auswirkungen. Und das zeigt hier diese Weltkarte, die Sie sehen. Ich nenne nur zwei Beispiele, wir können das im Detail alles durchgehen. In Indien, wo 50% der Bevölkerung diese offene Fäkalentsorgung haben, sterben 13% der Kinder, der versterbenden Kinder, sind an Durchfall verstorben und 24% an Lungenentzündungen. Also beides Krankheitsbilder, wo ohne weiteres Therapien vorhanden wären und wo vor allem in einer entsprechenden Hygiene dies verhinderbar war. Wenn Sie das mit Deutschland vergleichen, da ist die Open-Defecation-Rate, also die offene Fäkalentsorgung, die tendiert gegen Null. Und da ist bei den Todesfällen bei Kindern, sind 2% der Todesfälle sind auf Lungenentzündungen zurückzuführen und 0% auf Durchfall. Also da können Sie sehr klar diesen Unterschied sehen, der abhängig von der hygienischen Situation und damit letztendlich auch von der gesellschaftlichen Situation in den Ländern. Die zweite Analyse, die hier für unser Themenfeld heute wichtig ist, ist die Frage der Finanzierung von Gesundheitssystemen. Das ist wirklich krass vom Unterschied her. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben uns angeguckt, weltweit, wie ist die gesunde Lebenserwartung und haben das in dieser Weltkarte aufgezeigt. Also dort, wo eine sehr hohe gesunde Lebenserwartung ist, das sind die dunkelgrünen Bereiche, und da eine sehr geringe.
gesunde Lebensweise eine kurze Zeit nur ist, das sind die dunkelrot gefärbten Bereiche. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt im Verhältnis auch zu den Gesundheitsausgaben, dann wird relativ schnell deutlich, wie klar diese Zusammenhänge sind. Ein Beispiel, die Gesundheitsausgaben in den USA waren 2011 mit rund 8.600 US-Dollar pro Kopf, waren die mehr als 500 Mal so hoch wie in Äthiopien, da waren 16,61 US-Dollar. Und noch ein zweites Beispiel, um also auch diesen krassen Gegensatz zu zeigen, den sehen Sie in dem unteren Teil, der unter dieser Ellipse abgebildet ist. Da ist eine rote Basislinie, das ist die Angabe von 60 US-Dollar pro Kopf, die als Zielwert von der WHO angegeben wird für das Basisbedarf 60 US-Dollar für die Gesundheitsversorgung pro Jahr. Und da können Sie erkennen an dieser an diesem Balkendiagramm, dass für 49 Länder der Welt dieser Basisbedarf überhaupt nicht erreicht wird. Und es wird Sie natürlich mit dem, was ich vorher berichtet habe, nicht wundern, dass das genau die Länder natürlich sind, wo auch eine geringe gesunde Lebenserwartung ist. Gut, wir müssen natürlich auch im Weiteren die Frage diskutieren, was heißen solche Ergebnisse für die zukünftige Debatte, sowohl die politische Debatte als auch für das, was wir in den Hilfsmaßnahmen machen. Ich will nur ganz kurz einmal skizzieren, also wo solche Debatten eben laufen können. Interessant ist gerade dabei das Jahr 2015. Wir werden in 2015 Diskussionen darüber haben, wie geht es weiter mit dem sogenannten Sustainable Development Goals, was ja nachher in der Veranstaltung auch Thema ist. Wir werden im Jahr 2015 die großen Verhandlungen haben, wie geht es weiter in der Klimadiskussion, nachfolgend des sogenannten Kyoto-Abkommens. Und wir werden auch in 2015 eine internationale Debatte haben zu der Fortführung der humanitären Hilfe, nach welchen Standards und welchen Grundsätzen. Das heißt konkret, wir haben wirklich Möglichkeiten, jetzt auch in den nächsten beiden Jahren politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Und da werden wir dann in der zweiten Runde hier auf dem Podium wieder auf uns zu kommen. Was heißt das konkret? Was sind unsere Forderungen dabei? Herzlichen Dank. Gibt es konkrete Wissensnachfragen zu Herrn Drucker? Könnt ihr das jetzt schnell anstellen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich Herrn Eckeritz. Das ist eine schöne Überleitung auf die Frage, welche politischen Debatten hatten wir in der Vergangenheit auf globaler Ebene, um diesen beschriebenen Problemen zu begegnen. Und wo sehen Sie Optionen für politisches Handeln? Ja. Schönen guten Morgen. Ein herzliches Sind Sie über die neuesten Informationen, sind Sie neu informiert über Uli Hoeneß? Ganz wichtige Frage. Nein? Das finde ich aber schade. Naja, wissen Sie, wir beschäftigen uns jetzt seit langem mit Uli Hoeneß und kriegen oftmals wirkliche Informationen über wirkliche Probleme einfach nicht mit. Das ist einfach so. Probleme von globaler Dimension. Und da bin ich der Meinung, dass hier ein ganz klares Medienversagen vorliegt. Es sind einfach die gängigen Themen, die kolportiert werden. Und die Öffentlichkeit wird meines Erachtens hier grob fahrlässig von den Medien ausgeschlossen von wirklich ihren Informationen, die wichtig sind. Ich will aber die Politik und die Politiker hier nicht ausnehmen. Politik ist halt so gestaltet, dass er dann reagiert, wenn Meldungen in Zeitungen stehen oder wenn sie in der Tagesschau kommen. Und das ist ein Grund dafür, warum Krisen es heute ganz besonders leicht haben, sich so langsam zu entwickeln. Und Krisen haben natürlich auch immer die Tendenz, sich exponentiell zu entwickeln. Und da kommt zum Medienversagen einfach auch ein ganz großes Stück Politikversagen hinzu. Mal ganz ehrlich, wer weiß was über die Situation, über die aktuelle Situation heute in Somalia und in Sahel? Mal so gefragt. Eine Person? Ja gut. Eine Person weiß Bescheid. Ja? Sie erinnern sich, 2011 sind
260.000 Menschen verhungert in Somalia. Das hatte viele Gründe. Heute sind aktuell 860.000 Menschen tatsächlich gefährdet, die dringendst Lebensmittel bräuchten und eine medizinische Versorgung. Also das sind 860.000, die tatsächlich auch an der Grenze zur Existenzfähigkeit stehen. Insgesamt sind in Somalia jetzt 2 Millionen völlig unterernährt, davon 200.000 Kinder, 50.000 Kinder extrem unterernährt. Und das heißt, dass man davon ausgehen muss, dass die zerebrale Schädigungen erleiden. Das ist ja nicht nur so, dass die dann in 4, 5 Monaten wieder zu essen bekommen und dann ist die Sache gut. Nein, die Kinder werden geschädigt für den Rest ihres Lebens. Ihre intellektuellen Potenziale werden dazu zerstört. Das war mal ein Rückblick auf Somalia. Kein Mensch weiß darüber Bescheid. Wissen Sie, was in der Sahelzone zurzeit los ist? Einer? Das ist eine traurige. Das ist auch eine traurige Bilanz. Zurzeit sind in der Sahelzone 20 Millionen Menschen von Mauretanien, Burkina, Kamerun, Gambia, Niger, Nigeria, Senegal bis zum Tschad bedroht. Die Ernten waren extrem schlecht. 20 Millionen Menschen, aber wir diskutieren über Unimus. Was ist los? Was kann denn, das ist eigentlich auch die Frage, die Politik heute leisten? Welche Hebelpunkte gibt es denn tatsächlich auch, die Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik global zu verbessern? Ja, wie ist das mit der Politik? Ich habe es angedeutet, die Politik reagiert dann, wenn das Feuer brennt, wenn das Haus lichterloh in Flammen steht, dann kommt das Löschen, oftmals. Aber was kommt denn dann nach dem Löschen? Das ist auch eine ganz zentrale Frage. Und der Risikobericht gibt da eine sehr einfache und simple und meines Erachtens sehr gute Erklärung. Er sagt zum Beispiel, man müsste die Nothilfe übergangslos in die Entwicklungszusammenarbeit zusammendenken und auch in der praktischen Anwendung miteinander verknüpfen. Unser Problem ist heute, dass die Nothilfe immer mehr leidet. Es werden immer weniger Mittel dafür eingestellt. Und wenn ich heute so mal nachschaue, was wir denn tatsächlich noch aktuell im Topf der Nothilfe haben, da habe ich schon die Auskunft bekommen, eigentlich ist der Topf schon längst leer. Und da spreche ich jetzt nicht nur die Hungersituation in der Welt an, sondern ich spreche auch zum Beispiel die Flüchtlingssituation an. Ich habe mir in der DAP in Kenia die Situation angeschaut, zuletzt war ich im Dezember in Zaatari in Jordanien. Und im Libanon habe ich mir die Flüchtlingscamps angeschaut. Ich habe ausführliche Berichte zum Thema Flüchtlingscamps an der türkischen Grenze zu Syrien gelesen. Realität ist, dass diese Flüchtlingscamps nicht von kurzer Zeit sind, sondern dass sie vermutlich dauerhaft dort sein werden. Und da muss die Politik eben meines Erachtens auch reagieren. Wenn Sie schon mal Berichte darüber gesehen haben, gelesen haben, in diesen Flüchtlingscamps entstehen Straßen, entstehen Einkaufsmöglichkeiten, es entstehen Krankenstationen, Kirchen oder Moscheen, es wird auch Elektrizität verlegt, auch Wasserleitungen und dazu auch Abflusssysteme. Das Thema wurde ja gerade angesprochen und es entwickeln sich regionale Wirtschaftskreisläufe. Und an diesem Beispiel würde ich Ihnen nochmal belegen, dass es ganz wichtig ist, dass die Nothilfe niemals allein gedacht werden kann, sondern dass die grundsätzlich auch in Zusammenhang mit einer langfristigen Entwicklungszusammenarbeit stehen muss. Und diese Entwicklungsarbeit muss wirklich langfristig, es kann durchaus Jahrzehnte dauern, aber eins müssen wir uns schon grundsätzlich auch klar werden, wir können es nicht akzeptieren, wenn permanent, also wenn das Konzept so angelegt ist, dass in Entwicklungszusammenarbeit permanent die Hilfestellungen gibt. Und das ist auch ganz gut so, die Botschaft ist angekommen, der Begriff internationale Strukturpolitik gewinnt an Bedeutung und nicht nur verbal, ich denke, die Politik richtet sich auch mehr und mehr danach aus. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, gucken wir mal nach Ruanda. Sie kennen vielleicht ein bisschen die Geschichte von Ruanda. Dort ist es dem Kagame, dem Präsidenten, der alles andere als ein Demokrat ist, er ist meines Erachtens ein autoritärer Herrscher.
Aber nichtsdestotrotz hat er in relativ kurzer Zeit es geschafft, eine flächendeckende ärztliche Basisversorgung einzuführen. Und heute sind tatsächlich 90%, so bestätigt eine vom DEWA noch nicht veröffentlichte Studie, aber die kommt in 2-3 Wochen raus, dass 90% der Bevölkerung in Ruanda mit einer medizinischen Basisversorgung abgesichert sind. Und wenn ich da in die USA gucke, Sie haben ja gerade erwähnt, wie viel Geld dort reinfließt in die Gesundheitsversorgung pro Person. Es waren über $8.000. Wenn ich das mit USA vergleiche, kann ich eigentlich nur respektvoll nach Ruanda schauen. Wie ist es denn diesem Präsidenten Kagame gelungen, das zu erreichen? Sicherlich, er hätte es nicht allein erreicht. Es war massive Hilfe und ist immer noch massive Hilfe von außen gegeben, aber er hat einen zentralen Punkt geschafft, den andere Länder bisher noch nicht geschafft haben. Er hat nämlich die Korruption besiegt, weitestgehend besiegt in Ruanda, und ich bin davon überzeugt, dass die Korruption immer noch eines der Hauptursachen ist, warum Entwicklung, egal in welchem Bereich, so schlecht tatsächlich stattfindet. Ruanda hat ganz simpel angefangen mit einer sogenannten Kopfsteuer. Mit dieser Kopfsteuer wurde also auch das Gesundheitssystem ausgestattet. Inzwischen ist man im Übergang. Man nimmt soziale Kriterien, also das Einkommen der einzelnen Leute, und staffelt die Beiträge zum Gesundheitssystem. Also damit ist, glaube ich, klar, was ich sagen will. Gesundheitssysteme müssen letztendlich nachhaltig entwickelt werden, und die Nachhaltigkeit, die müssen wir irgendwo definieren, egal wie wir sie definieren. Es muss letztendlich darauf hinausgerichtet sein, dass sie selbsttragend sind. Wir wissen, in vielen Ländern wird es Jahrzehnte dauern, bis es soweit ist. Nichtsdestotrotz ist das Ziel ein selbsttragendes Gesundheitssystem. Und ich habe es gesagt, die Korruption ist meines Erachtens immer noch jener Bereich, der diesem Ziel entgegensteht. Ein zweiter Punkt ist auch schon erwähnt worden oder angedeutet worden, dass die Politik immer noch nicht das tut, was die Weltgesundheitsorganisation seit Jahren eigentlich predigt und auch in den MDG-Zielen verankert ist. Sie haben immer noch die Gesundheit, die Gesundheitsentwicklung nicht in die oberste Prioritätenebene ihres politischen Gestaltung des Landes hineingeschoben. Ich will nicht damit sagen, dass Gesundheit das oberste ist. Es wäre ein bisschen albern, das in Relation zu Hunger und Sicherheit und was weiß ich zu setzen, sondern es muss hier Bildung, es muss hier oben eine Schicht geben mit 5, 6, 7 Schwerpunkte in jedem Land, und dazu gehört sicherlich auch die Gesundheit. Armut und Gesundheit steht in einem direkten Zusammenhang. Sie wissen es vielleicht, dass das Armutsrisiko durch den Gesundheitsstand bedingt ist, aber auch der Gesundheitsstand ist durch Armut oder Wohlstand bedingt. Es kam ja auch eine Folie dazu. Im Jahr 2010 stellte die WHO noch fest, dass über 100 Millionen Menschen in Entwicklungsländern in die Armut gestoßen worden sind. Warum? Weil es eben keine sozialen Sicherungssysteme gab. 100 Millionen Menschen, das sind gigantisch viele in den Entwicklungsländern. Und es ist nicht nur ein persönliches Schicksal, was sie da erleiden, wenn sie plötzlich nicht mehr arbeiten können, wenn sie nicht mehr als Ernährer der Familie oder Ernährerin der Familie zur Verfügung stehen. Es ist ein Unglück, eine Tragik für die gesamte Familie. Aber ich als Volkswirt sage Ihnen auch, es ist auch eine Katastrophe für die Volkswirtschaft insgesamt. Ein Gesundheitssystem, und da bin ich fest davon überzeugt, das darf ruhig auch defizitär sein. Ja, dass die Defizite müssen eben anders ausgeglichen werden, nicht nur durch Beiträge. Aber es ist eine enorme volkswirtschaftliche Leistung, wenn man ein funktionierendes Gesundheitssystem hat, eine Leistung, die immer Gewinn abwirft. Dann ist die Frage, welches Gesundheitssystem wollen wir denn eigentlich? Wir haben in sämtlichen Ländern dieser Welt eine sogenannte Mittelstandsentwicklung. Die Entwicklungsländer zeichnen sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass sie enorme Wachstumsraten haben. Also auch die ärmsten Länder, also nicht alle, aber ganz viele arme Länder, Kamerun zum Beispiel, hat jetzt seit 15 Jahren so 6, 7, 8, 9% Wachstum, was gigantisch ist. Und da ist es gar nicht zu vermeiden, dass sich auch ein Mittelstand herauskristallisiert.
Und jetzt ist die Frage, was machen denn eigentlich die Länder damit? Sind sie in der Lage, diese Entwicklung positiv für die Gestaltung eines Gesundheitssystems zu verwerten oder nicht? Es ist so, in den meisten Ländern wird massiv darüber nachgedacht, man versucht auch Systeme zu integrieren. Allerdings habe ich die Angst, und es ist auch tatsächlich so, dass die europäische und US-amerikanische Finanzindustrie das Potenzial, das in den Entwicklungsländern aufgrund dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist, abgreift. Das heißt, es gibt einfach Versicherungskonzerne, die Privatversicherungen abschließt. Verstehe ich ja auch, nicht? Wenn Sie in Kamerun sind und sagen Sie, also ein staatliches Versicherungssystem bei diesem korrupten Land hilft mir ganz wenig. Aber es muss uns auch dann darüber, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eben eine Privatversicherung auf der einen Seite und ein solidarisches System sich sehr schwer vertragen, gerade wenn man in der Entwicklung ist. Ich denke, Brasilien hat auch gezeigt, dass es da sehr große Konflikte gibt, obwohl Brasilien mit der Gesundheitsbasisversorgung sehr erfolgreich war, auch wenn es da ganz, ganz viele Komponenten gibt, die enorm zu kritisieren sind. Was die Armutsbekämpfung zum Beispiel in Brasilien auch erfolgreich gemacht hat, das waren bestimmte Programme. Ich würde sie nennen, wie heißt das? Bolsa Familia heißt das eine und das andere Brasilien ohne Elend. Das sind die Programme, die aufgelegt worden sind. Da bekommen also die Menschen kleine Beträge. Grundeinkommen, jetzt habe ich das. Grundeinkommen habe ich gesucht. Das ist ein System, das tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die Armut in Brasilien stark zurückgedrängt worden ist. Wir haben auch in einigen anderen Ländern Beispiele, wo es sehr erfolgreich war. Vielleicht kennen Sie das Beispiel aus Namibia, ein kleiner Ort, Ojivero. Da wurde mal 2 Jahre lang ein Grundeinkommen verteilt. Das war ein ziemlich runtergekommenes Dorf. Die Einschulungsrate war miserabel, die Unterernährung der Kinder war sehr hoch und so weiter und so fort. Auch die medizinische Versorgung war miserabel. Nach 2 Jahren Grundeinkommen hat sich das sehr, sehr verbessert in vielen, vielen Bereichen. Und es sind sogar kleine Wirtschaftsbewegungen in Gang gekommen. Das Grundeinkommen ist effizient und wirksam. Es ist angesprochen worden, neue Chancen, aber auch Risiken beinhaltet der Post-MDG-Prozess. Aus meiner Sicht kann dieser Post-MDG-Prozess nur erfolgreich verlaufen, wenn er 3 wesentliche Bedingungen erfüllt. Zum einen dürfen in diesem Prozess die MDG-Ziele nicht vergessen werden. Da sind also auch 3 Gesundheitsziele drin, die bei Weitem nicht erfüllt worden sind, noch nicht erfüllt worden sind und auch bis 2015 nicht erfüllt werden. Das ist Kindersterblichkeit, Müttergesundheit und natürlich die großen Herausforderungen, Malaria, Tuberkulose, AIDS. Da muss noch sehr viel geschehen. Also das kann mit 2015 nicht beendet werden, sondern das muss fortgesetzt werden und es muss auch mit Aktionsprogrammen unterlegt werden. Der MDG-Prozess muss mit dem Klimaprozess verschmolzen werden, das ist auch eben angesprochen worden. Die Bedrohungen durch den Klimawandel sind im SDG-Prozess zu integrieren und es müssen natürlich auch verbindliche Konsequenzen für alle Stakeholders vereinbart werden. Und das sind vor allen Dingen auch wir als Industrienation verpflichtet. Ja, das wird nur zum Erfolg führen, wenn tatsächlich die Industrienationen kapieren, dass sie sich damit auf die Ebene eines Entwicklungslandes begeben. Auch die Industrienationen müssen sich entwickeln, gerade was Klima angeht. Wir haben im Ausschuss ABZ, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit, einmal einen Bericht bekommen von Beamten, die uns erzählt haben, wie dieser SDG-Prozess international diskutiert worden ist. Und in New York ist den Amerikanern sind die Augen rausgefallen, nachdem sie zum ersten Mal begriffen haben, dass das ja überhaupt nichts mit Entwicklungsländern nur noch und mit Schwellenländern zu tun hat, sondern dass da auch ganz wesentlich die Industrienationen sich beteiligen müssen. Gerade im Klimabereich wird es ja ganz offensichtlich. Also, ich möchte aber die USA auch verteidigen. Ich bin davon überzeugt, dass auch deutsche, italienische, französische und was weiß ich für Länder das auch noch nicht bewusst mitbekommen haben, dass sie ihr Land, ihre Strukturen in sehr vielen Bereichen verändern müssen, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Sustainable
Development Goals. Das ist die Fortführung von Millennium Development Goals und das soll verbunden werden auch mit dem Klimaprozess, der letztlich 92 in Rio gestartet worden ist. Ja, damit möchte ich zum Schluss kommen. Nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern, so meine These, und da habe ich auch schwer darauf hingearbeitet, dass die Entwicklungspolitik bei den Grünen eine andere geworden ist, fängt nämlich nicht in Afrika an, sondern die fängt hier bei uns an. Im Gesundheitsbereich gibt es da viele Ansatzpunkte, ich nenne nur einen, das Patentrecht. Durch unsere Politik der EPAs, der Partnerschaftsabkommen, der Freihandelsabkommen, der Free Trade Agreements, wird das Patentrecht in aller Regel gestärkt. Die Rechte der Pharma-Lobby wird ausgeweitet und das kann nie und nimmer im Interesse der armen Länder sein, weil die sind von A hochwertigen und B günstigen Medikamenten abhängig. In der Landwirtschaft leuchtet es ihnen jeden ein, solange wir unsere Landwirtschaftsstrukturen nicht ändern, solange wir die Subventionspolitik nicht ändern, wird es keine Ernährungssouveränität in vielen Ländern der Erde geben. Wenn ich sage, die Politik muss sich hier ändern, schließe ich natürlich auch die Bergwerksgesellschaften ein, die oftmals mit enormen Menschenrechtsverstößen, das fängt an von Vertreibungen, das geht weiter über Umweltzerstörung mit fürchterlichen Auswirkungen auf Umwelt und Menschen. Also diese Bergwerksbereiche müssen auch sich verändern und auch da muss der Ansatz hier erfolgen. Indem wir nämlich zwingen, die deutschen und europäischen Betriebe, die Amerikaner sind uns da schon voraus, ihre Daten offen zu legen. Diese Offenlegungspflicht wird leider von dieser Bundesregierung noch torpediert. Da ist sie eine konsequente Fortsetzung der FDP-Politik der letzten Legislatur. Die Offenlegungspflichten sind ein Beitrag zur Reduzierung der Korruption. Sie tragen dazu bei, dass die Länder mehr Staatseinnahmen haben, dass natürlich auch die Arbeitsbedingungen sich verbessern und natürlich auch eine höhere Kontrolle der ökologischen Bedingungen erfolgen kann. Wenn ich weiß, wo welcher Betrieb tätig ist, Sie müssen mir sagen, wenn ich Sie... 2 Minuten noch? Ich komme zum Schluss, das ist aber ein Politiker drin, da müssen Sie aufpassen. Ja. Ja. Auch die Finanzindustrie gehört dazu. Sobald die Finanzströme offengelegt werden, werden auch die ärmsten Länder davon profitieren. Und sobald die Länder profitieren, stehen auch mehr Mittel zur Verfügung. Ich habe gerade erklärt, was der SDG-Prozess ist. Jetzt komme ich zum letzten Schluss. Sie sehen es, das ist die allerletzte Seite. Ich denke, wir haben kein Recht zur Resignation und auch kein Recht zur Depression hier. Wir müssen weiterarbeiten und so schlecht es auch manchmal im Entwicklungsbereich ausschaut, so frustrierend es auch sein mag, wir müssen da weitermachen. Wir haben zurzeit eine verdammt schwache Opposition und deswegen sind wir auch auf die Unterstützung oder die Zusammenarbeit, das ist vielleicht besser, mit der Zivilgesellschaft angewiesen. Dankeschön. Jetzt haben wir einen Erstritt gemacht durch das gesamte Thema Entwicklungspolitik und Gesundheit. Andreas, da wir die Gastgeber sind, ja, als Medico, musst du mal gucken, ob du bei dir ein bisschen kürzen kannst. Nicht auch noch so viel überzogen, man sagte mir 15 Minuten. Ja, genau. Sie haben das, glaube ich, gut. Nein, nicht zeitlich überzogen, aber jetzt ist schon fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Das ist das. Ja, da kann ich mich sozusagen, genau, ich werde das sozusagen einbauen, integrieren, genau. Mein Vortrag, was ich jetzt sagen wollte, ist nochmal den spezifischen Blick zu werfen auf ein paar grundsätzliche auch Konzepte oder Überlegungen, die wir bei Medico auch jetzt schon seit etlichen Zeiten anstellen. Die Frage, welche globale Gesundheitspolitik gibt es für Möglichkeiten und dann unser Schwerpunkt war ja zu sagen, man muss auch von einem, sozusagen gerade als Hilfsorganisation, sondern sich auch mal kritisch mit diesem Motiv der Hilfe auseinandersetzen, das historisch und ursprünglich ja eher ein Wohltätigkeitsmodell ist, das aber weitergehen muss hin zu einem solidarischen Prozess, in dem es tatsächlich auch um Rechte geht, um Recht auf Gesundheit, um Recht auch auf Versorgung. Das werde ich ganz kurz skizzieren, da wird vieles wieder auftauchen, was Kekeritz gerade schon gesagt hat.
Und nochmal so als paar Schlagworte auch zur Frage, und das schließt ganz gut an, was Sie gerade gesagt haben, Politik reagiert immer dann, wenn das Haus brennt. Tatsächlich ist internationale, also die ersten Abkommen zu internationaler Gesundheit genau in solchen Krisensituationen entstanden, nämlich rund um die großen Choleraepidemien im 19. Jahrhundert, als das erste Mal dann auch die Staatengemeinschaft damals eben zusammengekommen ist, um eben solche gemeinsamen Vorhaben auch abzustimmen, wie man eben speziell auch grenzüberschreitende Epidemien bekämpfen kann. Das stand für lange Zeit und steht auch bis heute als ein Schwerpunkt in der globalen Gesundheitspolitik. Dann hat sich aber im Laufe des 20. Jahrhunderts sehr deutlich auch nochmal gezeigt, dass es eben nicht nur um solche Katastropheneinsätze gehen kann, sondern perspektivisch auch Gesundheit als ein wesentlicher Faktor von guter Regierungsführung ist, das, was man heute gute Regierungsführung nennt, dass Verantwortung, Staaten auch Verantwortung übernehmen müssen für die Gesundheitssituation ihrer Menschen, eben und auch die Bereitstellung angemessener Gesundheit und sozialer Dienste. Das war sozusagen Stand am Anfang der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei der Gründung der Weltgesundheitsorganisation, und die reflektiert etwas, was in der UN-Charta eben auch dann als Recht auf Gesundheit schon auftaucht. Und nochmal als dritten Schritt, in dem dann sozusagen auch zusätzlich nochmal versucht worden ist, festzuhalten, zumindest ansatzweise, dass das nicht einfach nur immer eine souveräne Angelegenheit einzelner Staaten ist, sondern dass es auch so etwas wie internationale Verpflichtungen gegenseitiger Unterstützung geben kann, habe ich hier ein kleines Stück dem internationalen Abkommen für die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechte genommen, in dem eben auch nochmal diese Verpflichtung zu gegenseitiger Unterstützung, internationaler Unterstützung, eben nicht mehr nur alleine als freiwillige Maßnahme, wie heutzutage immer noch Entwicklungszusammenarbeit definiert ist, aufscheint, sondern tatsächlich auch perspektivisch als verbindlich verpflichtende Maßnahme notwendig ist. Und auch in diesen Debatten, was bleibt es wichtig, eben ähnlich wie Uwe Kikeritz das ja auch gesagt hat, Gesundheit ist als Perspektive dann eben immer auch nicht nur allein eine Frage von Gesundheitsversorgung im Krankheitsfall, das ist das, was wir unmittelbar natürlich immer als Gesundheit wahrnehmen, aber genauso wie hier bei Armut und Gesundheit ja die Gesundheitsförderung, also auch die gesunden Lebensbedingungen, gesunde Lebenswelten, wie das modern Sprech heißt, im Vordergrund steht, sind die Lebensbedingungen, die es Menschen ermöglichen, überhaupt ihre Gesundheitsmöglichkeiten zu entfalten. Ganz zentral, Michael Marmot hat das jetzt in der Eingangsrede ja auch als mit den sozialen Determinanten der Gesundheit sehr aufgezeigt. Und diese beiden Elemente, also der sichere Zugang für alle zu wirksamer Gesundheitsversorgung, ohne dass es die Menschen in finanzielle Not bringt, ist ein wesentlicher Teil, der heute unter Universal Health Coverage genannt wird, über den auch im nächsten Panel dann der Thomas Schwarz noch ausführlicher was sagen wird. Zu den Fakten, das hat Uwe Kikeritz alles aufgebracht, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Entscheidend ist hier eben diese, auch letztlich der neue Fokus der letzten Jahre darauf, dass das, was eben sich weltweit als Nutzergebühren, die direkten Zahlungen von Menschen im Krankheitsfall etabliert hatte, weil eben auch die Länder des Südens vor allem eben keine ausreichenden Staatsmittel hatten oder einsetzen wollten, zum Teil durch die Austeritätspolitiken der 80er, 90er Jahre in den Schuldenkrisen natürlich auch nicht mehr zur Verfügung hatten und deswegen Gesundheitsdienste überwiegend eben von den Nutzern schon getragen worden ist, dass das genau der Mechanismus ist, der diese katastrophischen Situationen schafft, in denen Menschen durch Gesundheitskosten verarmen und dann dieser Teufelskreis aus Armut und Krankheit bestimmt. Und wir denken, dass die Zentralen, dass es eine Reihe von zentralen Aktivitäten gibt, die dieses Gemeingut Gesundheit fördern können, dass es eben nicht nur darauf ankommt, jetzt auf der konkreten Ebene Systeme zu entwickeln oder Finanzierungsmodelle zu diskutieren, sondern auch nochmal grundsätzlich
die Frage der Selbstverantwortung als Grundlage für soziale Sicherung, die nämlich sich zunehmend als neoliberales, als Entsprechung der neoliberalen Wirtschaftspolitik durchgesetzt hat in den letzten 40 Jahren, dass man das nochmal in Frage stellen muss, weil es eben immer eine soziale, gemeinschaftliche Aufgabe nur sein kann, sich gegen Krankheit abzusichern, weil einfach die individuellen Ressourcen jedes Menschen gerade in den großen Gesundheitskrisen ständig überfordert sein werden. Deswegen ist es notwendig, die öffentliche Verantwortung zu verbessern, eben Reformen in Institutionen, etwas, was mit Korruptionsbekämpfung natürlich auch gemeint ist, und die Frage der Verantwortungsübernahme der Menschen, die in Institutionen auch arbeiten, und gleichzeitig erweiterte Mitbestimmungsmöglichkeiten zu schaffen, also dass Menschen auch tatsächlich Anteil haben daran, wie ihre Gesundheitssysteme aussehen, wie überhaupt der Schutz für Gesundheit in diesen Ländern bei ihnen passiert. Die Schutzmechanismen gegen das finanzielle Risiko, die Schaffung von gepoolten Ressourcen, das ist etwas, was im engen Sinne diese Universal Health Coverage beinhaltet, die der Thomas Schwarz im nächsten Panel vorstellen wird. Und im weiteren Sinne ist das, wofür wir uns eben stark einsetzen, die Wiedereinführung des Solidaritätsprinzips. Das werde ich dann gleich nochmal etwas weiter vorstellen. Ich denke, über das neoliberale Paradigma, sozusagen Gesundheit, auch eben, muss ich nicht so viel sagen, die Hoffnung oder die Erwartung, dass jeder Mensch um sich selber kümmert und dann ist für alle gesorgt, denke ich, das ist ja hier bei dem Publikum, die eben aus dem Gesundheitsförderungsbereich kommen, ja auch ganz klar. In der Realität sind Menschen, die in Armutsverhältnissen leben und ungesicherten Existenzen leben, haben eben nicht diese Idee eines oder auch nicht die Ressourcen genau individuell zur Hand, sondern können nur sozusagen in einem gemeinschaftlichen Setting tatsächlich ihre Potenziale verwirklichen. Dazu gehört auch die Zurückdrängung von kommerziellen Werten, also dass Gesundheit als warenförmige Produkte konzeptioniert und verkauft werden können. Das gilt es zurückzuweisen, weil Marktkräfte eben spezifischen den Gesundheitsschutz nicht sichern können. Das ist sind diese Punkte. Die Frage der öffentlichen Verantwortung, die eben durch Reform von Gesundheitspolitik notwendig ist, sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene, ist genau, das werde ich gleich nochmal zeigen, die Stärkung auch von Institutionen, die dafür mandatiert sind, die dann auch es schaffen, eine Vielfalt von Akteuren besser zu integrieren und zur Not auch zu kontrollieren, die sich eben gerade in den letzten Jahrzehnten sehr stark auch vermehrt haben, weil sozusagen Gesundheit in sehr vielen einzelnen Subkategorien, einzelnen Krankheiten, einzelnen Themenschwerpunkten sich aufgesplittert hat, das wiederum die ganzen Koordinationsvorgänge extrem komplex und schwierig macht. Dazu gehört dann eben natürlich die Vermeidung von Verdoppeln von Aktivitäten und die Ressourcen zu versichern. Das ist hier ein Beispiel, wie in einem Land die Versorgung oder das System zur Beschaffung und Versorgung mit Medikamenten und medizinischem Material organisiert ist, mit einer ganzen Reihe von 2 Dutzend verschiedenen Strukturen, finanziellen Ressourcen dafür, verschiedenen Agenturen, die dann den konkreten Beschaffungsvorgang koordinieren für diese ganze Reihe von gesundheitlichen Subfeldern. Das natürlich als sich vorzustellen, dass das sozusagen ein effektiver, ein effizienter Weg ist, auch tatsächlich ein Gesundheitssystem nur in dem Bereich jetzt der Beschaffung von den notwendigen Hilfsgütern zu organisieren, kaum zu machen ist. Und das ist eine ganz typische Situation von vielen Entwicklungsländern, die eben gerade mit der Situation konfrontiert sind, viele verschiedene Geber in diesen Situationen Einfluss nehmen, viele verschiedene internationale Organisationen sich um viele verschiedene Gesundheitsprobleme auch kümmern wollen. Die Wiedereinführung oder die Einführung überhaupt eines Solidarprinzips, in dem eben bewusst nicht mehr der individuelle Kranke für seine individuellen
notwendigen Gesundheitsleistungen verantwortlich und zu zahlen ist, sondern indem individuelle Beiträge eben nach Möglichkeit der eigenen ökonomischen Stärke gezahlt werden, die dann eben gemeinsam für die Versorgung aller Menschen nach ihren Bedürfnissen notwendig sind. Das ist das, was sozusagen institutionalisiert in unserem Sozialversicherungssystem entsteht, das auch in öffentlichen Gesundheitsdiensten passiert, die über Steuern finanziert werden, die im idealen Fall eben auch progressive Steuern sind. Das heißt, Menschen, die mehr verdienen, auch entsprechend mehr Steuern bezahlen und nicht einfach nur eben über Mehrwertsteuern, zum Beispiel klassische Konsumsteuern sind, wo dann prozentual die Armen, die sozusagen mehr Geld von ihrem Einkommen überhaupt für klassische Grundkonsum ausgeben müssen, wieder entsprechend mehr beteiligt werden. Das heißt, diese Lastenteilung und der Sozialtransfer eben zwischen stärkeren und schwächeren Gruppen in der Gesellschaft stattfindet. Klassischerweise findet sowas zwischen den Erwachsenen und den Kindern natürlich genauso statt, genauso wie es bei uns im Rentensystem zwischen denjenigen, die Arbeit haben und denen, die dann als Rentner ihre Rente bekommen, stattfindet. Und im Gesundheitswesen finanzieren eben auch ganz viele gesunde Menschen, die sozusagen eben nicht akut krank sind, die Kosten für die Menschen, die tatsächlich krank sind. Diese Art von Solidarität gilt es zu sichern, und das ist auch eine Erfahrung der letzten Jahre, die Notwendigkeit dafür, dass so etwas institutionalisierte Solidarität wird, das heißt, dass es sich um Pflichtbeiträge handelt, dass man es eben nicht mit freiwilligen Versicherungsmodellen sichern kann, weil das immer dazu führt, dass letztlich der Teil der Menschen, die eben zu schwach sind, ökonomisch auch zu schwach sind, sich eben selbst daran zu beteiligen, tatsächlich hinten rausfallen. Nationalen Rahmen, da hat Kikritz ja auch angesprochen, es geht darum, die Erhöhung der Ressourcen überhaupt sicherzustellen, Kapitalvermögen zu besteuern. Ein großes Maß ist eben tatsächlich die Steuervermeidung, geschätzt wird weltweit, dass sich internationale Konzerne in den Entwicklungsländern etwa 160 Milliarden Steuern jedes Jahr sparen. Das ist sozusagen das über Zehnfache, vergleicht man so eine Summe mit dem, was der Global Fund to Fight AIDS, Tuberkulosis und Malaria jedes Jahr zusammensammelt. Der liegt so bei 12, 13, vielleicht schafft er auch mal irgendwann 15 Milliarden, aber das ist sozusagen eine ganze Zehnerpotenz. Vierjährig, nicht das Wie. Das ist nicht der Jahresbetrag, der Beitrag für den Fonds. Okay, umso schlimmer. Also es ist in jedem Fall, ich dachte, es wären gerade, stimmt, das ist sehr richtig. Ja, der Pledging ist immer für mehrere Jahre. Also das Pledging für diesen Fonds hat gerade 5, 12, 13 Milliarden zusammengesammelt, das dann für eine Vierjahresperiode gilt. Das heißt, das ist sozusagen eine Hunderterpotenz sozusagen davon entfernt, was sozusagen an Gesundheits- oder sozialen Ressourcen zur Verfügung stünde, wenn tatsächlich auch ökonomische Aktivität ausreichend besteuert würde. Und unsere Aufforderung auch an die internationale Gemeinschaft ist sehr deutlich, dieses eben nicht nur auf der Ebene des jeweiligen Nationalstaates zu tun, sondern dass es in der globalisierten Ökonomie, genauso wie eben auch die Gewinne dazu nehmen, globalisiert werden, es auch notwendig ist, dann auch solche solidarischen Finanzierungsmechanismen zu globalisieren, Ausgleichsmechanismen zu schaffen, die eben auch sustainable, nachhaltig, zuverlässig auch Gesundheitssysteme dort und soziale Ausgaben dort finanzieren können, wo nicht ausreichend lokale Mittel beschafft werden können. Das hat ja Peter Mucker das ja gezeigt, ob man sich jetzt bei welcher Grenze man sich einigt, ob die 60 Dollar da wirklich geeignet sind oder nicht. Da will ich gar nicht so detailliert drauf angehen, aber deutlich ist, dass es einen solchen Umverteilungsmechanismus in dieser Situation braucht, solange bis Länder dann eben auch in ihrer eigenen, auch ökonomischen Kapazität und Entwicklung das aus eigener Tasche zahlen können. Das ist notwendig. Das sind aber alles entsprechende wunderbare Ideen. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen zu, die ich nur kurz anreißen kann. Die Frage, wer
Zugang zu einem solchen Finanzausgleich hätte, ob dazu eben nur Regierungen kommen, ob es auch NGOs, professionelle Organisierungen sein könnten. Ein großes Problem, das immer auch diskutiert wird, ist, ob das primär zu einer, wie wir sagen würden, primär zu einer Finanzierung der öffentlichen oder nicht profitorientierten Gesundheitsversorgung dienen kann, weil natürlich auch der privatisierte und profitorientierte Gesundheitsmarkt durchaus Interesse an solchen gepoolten großen Gesundheitsressourcen hat, mit denen er dann auch versucht, auf solche zusätzlichen Märkte zu erschließen. Wichtige Frage ist, wie weit solche zusätzlichen Finanzierungen für nationale Budgets tatsächlich die nationalen Budgets dann entlasten, und man möchte natürlich auch vermeiden, dass dann anstelle der eigenen Gesundheitsressourcen im Land vielleicht der Verteidigungshaushalt aufgestockt wird. Die Notwendigkeit nationaler Planung durch diese verlässlicheren und vorhersehbaren Finanzierungen zu verbessern, ist aber ein ganz wesentlicher Argument dafür, dass ein solcher Finanzausgleich auch kontinuierlich funktionieren muss. Und ganz zum Schluss noch die letzte Runde, ja, dann bin ich auch fertig, aber das ist das, was Katja Maurer mich eigentlich gefragt hatte zu sagen, was sind sozusagen die Bedingungen für die, welche Akteure müssen dafür eigentlich mobilisiert werden, und da würde ich sagen, auch in der Ergänzung zu Kekeritz, es reicht natürlich nicht aus, dass Politiker, Politikerinnen sich da engagieren, so wichtig das ist, sondern es muss natürlich eine Öffentlichkeit geben, und da würde ich sagen, bei aller notwendigen Medienschelte, das ist genau natürlich die Dynamik, die in der Politik überhaupt reagiert. Tatsächlich ist ihre Constituency, die Menschen, die sie wählen, diejenigen, die sie auch dazu zwingen müssen, dass sie sich tatsächlich für die Belange der Menschen einsetzen. Das heißt, es muss sowas wie soziale Gegenmacht geben, die das tatsächlich einfordert. Wir denken, es ist dann darüber hinaus notwendig, sowas etwa auch im Sinne einer globalen Debatte auch in den internationalen Institutionen voranzutreiben, dass so etwas wie neue Normen, das ist tatsächlich verbindliche, zum Beispiel eine verbindliche Finanzierung, wechselseitige Finanzierung von Gesundheit geben könnte, dass das dann eben solche Möglichkeiten einrichtet. Die Entscheidung wird sein, dass eben das verlässliche und auch verantwortliche Institutionen entstehen, die etwas sicherstellen, dass man eben nicht nur Normen wie das Recht auf Gesundheit vorschlägt, sondern dass es tatsächlich auch einen Umsetzungsprozess gibt, der das realisieren kann. Und ebenso wichtig die Notwendigkeit, die Arbeit jeder Institution und auch die Einhaltung von solchen Normen kritisch zu überwachen. Dafür denken wir, ist auch die unabhängige internationale Öffentlichkeit notwendig, an der sich Medico nach Möglichkeiten auch beteiligt. Vielen Dank. So, wir haben noch eine halbe Stunde. Ich versuche es erst noch mal hier vorne auf dem Podium, aber ich gebe Ihnen auch noch mal das Wort für Meinungsäußerung, Nachfragen. Peter, es ist ja der Weltrisikobericht ist wichtig, stellt noch mal in Zahlen dar, wie die Situation ist, zeigt vor allen Dingen auch wirklich, wie das je ärmer, umso armutsgefährdeter ist, weil die Leute bei Krankheit so viel out-of-pocket zahlen müssen. Trotzdem ist natürlich die Erkenntnis des Weltrisikoberichts nicht wirklich überraschend. Ja, also dass sozusagen die Leute, je verletzbarer sie sind, umso gefährdeter auch im Fall der Katastrophe. Was wäre denn sozusagen auf den Punkt gebracht dann, eine zentrale Forderung, wo man wirklich sagen könnte, wenn wir hier ansetzen, können wir auch tatsächlich etwas verändern, jenseits dessen, dass Hilfsorganisationen versuchen, mit kleinen Projekten die Anpassungsfähigkeit der Leute zu stärken in einer sie komplett umgebenden Katastrophe. Also wo, wenn man den Weltrisikobericht nimmt, wo kann man das da entdecken? Ja, also ich gebe da völlig recht, die Gesamterkenntnis, die in dem Weltrisikobericht drinsteckt, die ich eben zusammengefasst habe für dieses Schwerpunktthema, ist eine, die wir aus dem Erfahrungswissen heraus können wir die ableiten. Das, was wir an Vorteil haben mit einer solchen Analyse, ist, dass wir definitiv eben auch untermauern können, wo sind die Schwachpunkte und wo muss gehandelt werden. Und da möchte ich
in Kurzform möchte ich vier Punkte ganz deutlich ansprechen. Das eine ist, wir müssen letztendlich für den Gesundheitsbereich, aber auch für andere Felder, müssen wir die notwendigen politischen Rahmenbedingungen schaffen. Und das, was so auffallend ist und was auch unsere Analysen zeigen, ist, es gibt eigentlich die Standards, die sind definiert, wie eine gute Gesundheitsversorgung aussehen müsste, auch wie sie in der Entwicklungszusammenarbeit aussehen müsste, auch wie sie in der Katastrophenhilfe aussehen muss. Das geht bis dahin, dass dafür Indikatoren, Definitionen und so weiter alles vorhanden ist. Aber es ist nicht der Wille da, diese politischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist natürlich für uns eine ganz wesentliche Aufgabe, soll eine Aufgabe sein, und für uns als Bündnis ist das auch eine wichtige Aufgabe, das einzufordern. Deshalb hatte ich in meinem Statement auch darauf hingewiesen, welche wichtigen internationalen Verhandlungsprozesse anstehen, wo wir diese Forderungen stellen können. Der zweite Punkt, wo ich eben auch den klaren Ansatz sehe, das ist auch in allen drei Statements deutlich geworden, Gesundheit ist ein Recht, Gesundheit ist ein Menschenrecht und wir haben Möglichkeiten, auch Rechte einzufordern und wir müssen dies auch immer wieder sichtbar machen und damit auch aufzeigen, wir reden hier nicht nur über Almosen, die Menschen gegeben werden, sondern hier geht es um international verbriefte Rechte und ich glaube, dass das in den Debatten auch eingebracht werden muss, noch viel stärker. Wir beobachten, und das nämlich auch bei dem dritten Feld Geld, wir beobachten, dass es einige Initiativen gibt, unter anderem Bill Gates, aber auch andere, die gerne wohltätig ihr Geld zur Verfügung stellen. Das ist aber hier aus meiner Sicht nicht der Punkt. Es gibt ein Recht auf eine Gesundheitsversorgung und es ist nicht eben diese Frage der Wohltätigkeit. Und dieser Geldaspekt ist meines Erachtens auch das, was uns immer wieder am meisten beschäftigen wird. Und da möchte ich dann doch kurz eben das nochmal aufgreifen. Die Frage war ja, warum ist Uli Hoeneß so stark in den Medien und was für Millionenbeträge sind da in der Debatte? Und ich möchte mal nur zwei kleine Zahlen nennen. Eine Schultoilette in Kenia, also eine Toilette für eine Schule kostet 475 Euro. Wenn es ganz schlechte Bodenverhältnisse sind, würde die 950 Euro. Ein Brunnen für 80 Familien in Äthiopien kostet 1.900 Euro. 80 Familien, 1.900 Euro, damit werden die längere Zeit, können die mit Wasser versorgt werden. Dividieren Sie die Zahlen mal durch die Summen, die da in München in der Diskussion sind, dann sehen wir, dass wir hier auch über Verteilungsfragen reden. Und es ist so, dass das Geld ja vorhanden ist. Es ist eben diese Verteilungssituation. Und damit meine ich jetzt nicht ein einzelnes Individuum alleine, sondern damit meine ich auch Finanzen auf der gesellschaftlichen Sicht. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, wenn Sie sagen, wir müssen letztendlich eine Entwicklung betrachten, nicht nur in diesen sogenannten Entwicklungsländern, sondern auch in den Industrieländern. Und das ist das, was wir einfordern können und was wir auch einfordern sollten. Und mein letzter Punkt ist die Frage der Aufmerksamkeit dafür. Das beobachten wir in unserer Arbeit, also Medico, aber auch wir als Bündnis beobachten das immer wieder. Wenn wir so eine große Katastrophe haben, wie es jetzt im November auf den Philippinen gewesen ist, da sind die Zeitungen tagelang voll davon. Aber die Frage, dass diese Bevölkerung, die es dort so hart getroffen hat, schon ganz lange Zeit vulnerabel ist, dass diese Bevölkerung schon ganz lange Zeit keine vernünftige Gesundheitsversorgung hatte, das ist nicht in der öffentlichen Aufmerksamkeit und auch jetzt, drei Monate später, ist das überhaupt kein Thema mehr. Und das ist was, wo man aber gemeinsam dran arbeiten kann und wo wir auch immer wieder Bewegung reinbringen können. Naja, und letztendlich in der Debatte, die wir hier führen müssen, da sind wirklich auch ganz spannende Themen drin, wenn es dann um die Finanzierung geht. Das sind nämlich so Begriffe wie Grundsicherung, die allen Menschen zugutekommt. Die Grundsicherungsdebatte ist hier in Deutschland umstritten, die ist aber auch international umstritten. Genauso die Frage eben einer Abkehr von der Profitorientierung im Gesundheitssektor. Ja, das muss diskutiert werden, das ist eine schwierige Diskussion. Und letztendlich, das, was man jetzt da an dem Münchner Beispiel vielleicht im Kleinen diskutieren kann, aber wir stehen vor der großen Herausforderung, und da arbeitet Medico ja auch intensiv dran, globale Lastenteilung bei der Gesundheitsfinanzierung. Das ist das, was wir einfordern müssen und was Andreas Wolf ja auch aufgezeigt hat, wo sind da Ansatzpunkte mit Pooling, mit Fonds und so weiter. Okay, dann lassen Sie mich eine Runde hier oben machen und dann habe ich Sie schon auf dem Zettel. Das Politikversagen, Herr Kekeritz, das hat mich jetzt natürlich doch nochmal genauer interessiert. Ich war jetzt auch
dachte bei Hoeneß, okay, es ist das Steuerthema, wenn wir also von nachhaltigen Gesundheitssystemen sprechen, wenn Sie sagen, defizitäre Gesundheitssysteme müssen möglich sein, dann müssen sie auch finanziert werden. Also die Grünen haben eine schwere Last mit dem Steuerthema bei dem letzten Wahlkampf gehabt, aber ist es nicht das die Frage? Müssen wir nicht über Steuern, Umverteilung reden? Und warum gelingt es der Politik nicht, das so zu buchstabieren, dass die Leute es verstehen und begreifen, dass es nicht um ihre Geldbeutel geht, sondern vielleicht um den, derer, die sehr viel haben? Ja gut, wir haben ein Steuersystem entwickelt, das meines Erachtens sehr sinnvoll ist und hinter dem ich auch zu 100% noch stehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viele Fehler drin sind, aber das ist nun mal speziell auch für Deutschland gemünzt. Was für mich sehr viel interessanter wäre, um das internationale Problem zu lösen, ist die Finanztransaktionssteuer. Also das wäre ein idealer Hebel, um auch international Geld zu generieren für Gesundheitssysteme. Finanztransaktionssteuer ist nichts anderes als eine minimalste Umsatzsteuer für Betätigungen an der oder Aktivitäten an der Börse. Punkt. Ja. Da spricht man von 0,05%. Und wenn man sich das Geschrei angehört hat, dann war es einem klar, die Welt geht unter, wenn man die einführt. Ist natürlich Unsinn. Das sollte auch ein bisschen den Mechanismus beenden, von dem auch der Uli Hoeneß jetzt in letzter Zeit ganz massiv profitiert hat. Er hat nämlich die Wiesenspekulationen gemacht. Und das heißt also, wenn Sie ganz schnell mal Dollar in Euro verwandeln und das sukzessive mal in Japan, mal in New York und mal in Frankfurt, dann kann da ganz schnell ein erheblicher Gewinn rauskommen, innerhalb von was sonst Sekunden. Also das müsste abgeschafft werden. Politikversagen, ja, ich habe den Eindruck, dass sich die Politik eben immer mehr um sich selbst kreist. Ich hoffe jetzt, dass auch mit dieser neuen Regierung ein bisschen eine Änderung reinkommt. Die SPD, hoffe ich, dass sie ihre sozialpolitischen Kompetenzen, sich an ihre sozialpolitischen Kompetenzen und ihren historischen Auftrag auch erinnert, da mehr und mehr umzusetzen. Insgesamt kann ich feststellen, dass das Thema Außenpolitik und auch speziell Entwicklungspolitik im Bewusstsein mehr und mehr schwindet. Es ist ganz klar, wenn ich wiedergewählt werden will in dem Bundestag, dann werde ich zum ganz, ganz großen Teil in meinem Wahlkreis oder in Bayern, da komme ich her, das Thema Entwicklungspolitik sehr reduziert vermarkten. Kann ich Ihnen, es ist leider so. Warum? Weil es keinen Menschen interessiert. Ja? Obwohl es eigentlich ein Anachronismus ist. Der Globus wird immer kleiner, die Abhängigkeiten von anderen Ländern wird immer größer und die Leute interessieren sich immer weniger dafür. Ja, also ich gehe auf Tournee, spreche von Rüstungsexporten, ist natürlich auch in dem Zusammenhang interessant. Ich spreche von Fair Trade, ist auch in dem Zusammenhang interessant, hat auch eine entwicklungspolitische Komponente. Ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit zu begreifen, dass dieser Globus kleiner wird. Ich hoffe auch, dass der SDG-Prozess wieder einen Beitrag leisten wird, wie damals mit dieser Agenda 2010, die ja dann auch tatsächlich dazu geführt hat, dass die Thematiken, die globalen Thematiken, runtergebrochen worden sind bis auf die kommunale Ebene. Und das erhoffe ich mir eigentlich auch von dem SDG-Prozess. Aber könnte, frage ich nur kurz noch, wenn man jetzt die Krim-Krise nimmt, ja, könnte man nicht auch da drüber reden, dass eigentlich, weil es endet im Nationalismus, wo es eigentlich um soziale Fragen geht, ja, auch um gesundheitspolitische Fragen, weil ja genau das die Leute weder in der Ukraine noch auf der Krim noch in dem russischen Teil haben. Ein Zugang zu einer halbwegs erträglichen Gesundheit sieht man übrigens auch bei dem Weltrisikobericht. Die wandern schon in den rosa Bereich. Ja, da kann ich Ihnen nur recht geben, aber bei der Krim-Krise in der Ukraine muss man einfach sagen, man hat jetzt 20 Jahre eigentlich nichts gemacht. Man hat zugeschaut, wie dieses Land in Korruption versinkt. Ja? Und dann, ja gut, das Hauptübel ist nach wie vor die Korruption. Sie haben gerade gesagt, es ist der fehlende Wille, die Strukturen für den Aufbau von Gesundheitssystemen zu schaffen. Aber hinter diesen fehlenden Willen ist auch gerade die Korruption. Und ich kann sagen, im Gesundheitsbereich ist die Korruption verdammt hoch, weil sie die kaum noch kontrollieren können. Beispiel, ich war in Uganda, in Kampala, habe mir die Krankenhäuser angeschaut. Da gibt es in jedem Krankenhaus eine Kammer, wo die ganzen Medikamente drin sind, die gespendet werden von Bill Gates oder von der, was weiß ich, woher die kommen.
kommen, die sollten eigentlich den Patienten kostenlos zur Verfügung stehen. Jetzt hat mir der Chefarzt von diesem Krankenhaus, Universitätsklinik, erzählt, er bildet die Ärzte aus, er ist auch hier der Chefarzt und so weiter, er verdient 450 Dollar. Ja, was ist die Folge davon? Alle haben sie eine Privatklinik und glauben Sie mir, ich weiß, wo die Medikamente herkommen, die der teuer in seiner Privatklinik verkauft. Das kann kein Mensch mehr kontrollieren. Ja, also, und das ist Standard. Also da können Sie mal nachfragen in diesen Kliniken, fragen Sie nicht den Chefarzt, fragen Sie mal die Schwester, stecken Sie ein bisschen was zu, fördern Sie die Korruption und kriegen Sie auch die Informationen darüber. Okay, das Thema Korruption ist nicht nur in Uganda, ein Problem, oder? Beim Gesundheitswesen, oder? Gibt es das ja nicht nur in Uganda, das Problem der Korruption? Eben, wenn du, Andreas, jetzt aus der Position der Hilfsorganisation auf diese Themen schaust, du hast uns hier vorgetragen, Finanzausgleich ist eigentlich eine Form von Solidarität. Ist das vermittelbar? Vermittelbar. Ja, also unter Solidarität verstehe ich einen sehr emotionalen Prozess. Ja, und dann gibt es den Vorschlag Finanzausgleich. Können wir dafür eine soziale Bewegung bekommen? Also das Überraschende ist ja, dass man, auch wenn man sagt, es gibt diesen Neoliberalen oder diese Politik, diese Ideologie, dessen jeder muss um sich selber sorgen, ja nun auch schon eine ganze Weile bei uns als sozusagen herrschendes Politikdogma. Und trotzdem, wenn man die Leute fragt, in Deutschland wollen 70% finden das völlig richtig, dass unser Gesundheitssystem so finanziert, so solidarisch finanziert worden ist. Also dass tatsächlich der Beitrag, den ich für mein Gesundheitssystem leiste, nicht wie bei einer Autoversicherung sozusagen zwischen Vollkasko und Teilkasko und dass ich dann sozusagen mehr bekomme, wenn ich das mache. Ich denke, das ist eine Form, das ist eine abstraktere Form von Solidarität, als zu sagen, dieses unmittelbare Helfen wollen, im Sinne von, da ist jemand in Not und deswegen engagiere ich mich oder da ist ein Flüchtling auf der Straße in meiner und der wird angegriffen und deswegen unterstütze ich den. Das ist eine andere Form und ich denke auch, dass das eine Möglichkeit ist, darüber zu reden, die durchaus etwas im Sinne von einer gemeinsamen Politik sein kann, die tatsächlich die Erfahrung genau deswegen globalisieren kann, weil natürlich auch zunehmend Menschen wissen, wie es in anderen Situationen, in anderen Ländern ist, da schon mal gearbeitet haben, gelebt haben, natürlich selber auch möglicherweise da in Situationen kommen, wo sie genau sozusagen die Erfahrung dieses Privilegiertseins gemacht haben und das sozusagen als Ungerechtigkeitsmoment ja durchaus selber auch mobilisierbar ist. Sondern nicht im Sinne von, mir soll es auch so schlecht gehen wie denen, sondern sozusagen uns allen muss es besser gehen, im Sinne von, dass das eben nicht alleine nur hier auf so einer kleinen Insel Deutschland, Europa, wo auch immer sein soll, indem wir sozusagen noch weiter die Profiteure einer bestimmten Wirtschaftsform sind, sondern dass das tatsächlich gemeinschaftliches Engagement heißen kann. Wie man das dann im Konkreten umsetzt, ich denke, das bleibt tatsächlich bleiben konkrete Mobilisierung häufig ganz lokal. Und das, denke ich, ist dann auch eher was wiederum auch nochmal nachvollzogen und vermittelbar werden muss. Also dass die Charité-Angestellten streiken, weil sie sagen, unter diesen Bedingungen eines kommerzialisierten Gesundheitssystems können wir nicht länger arbeiten, wir können auch nicht länger eine gute Gesundheitsversorgung für die Patienten sicherstellen. Das ist dann sozusagen der konkrete Ausdruck. Die streiken nicht dafür, dass sozusagen ein globaler Gesundheitsfonds eingerichtet wird, vermutlich. Also das hat schon auch was damit zu tun, dass die Erfahrung für Solidarität immer auch ansetzt an den eigenen, die konkreten Erfahrungen. Deswegen war das mit der AIDS, der Solidarität im AIDS-Bereich auch so überzeugend möglich, weil Menschen selber hier davon betroffen waren und gesagt haben, das ist etwas, was notwendigerweise auch auszuweiten ist. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen gehabt. Ich habe nur dreimal nachgeschaut und dann
erwähnt, also das große Risiko bei so globalen Botschaften, dass solche ganzen merkwürdigen und korrupten und zutiefst korrupten Dinge passieren. Ich sagen wollte, Sie haben vorhin angesprochen oder problematisiert, mal angedeutet das Wort Hilfe. Also dieses also der Hilfe, die fieberhaft arbeitenden Helfer auf den Philippinen oder in Burma jetzt oder wo auch immer, wo natürlich was dran ist, aber was eben auch dran ist, dass in den, nach meinen Beobachtungen in den letzten Jahrzehnten eins nicht geschafft worden ist, nämlich eine strategisch strukturell verankerte Dauerhaftigkeit von Hilfe. Man kann das sehr deutlich sehen in Chiang Mai, weil die ganzen Hilfsorganisationen, die meisten, die in Kambodscha arbeiten oder in Burma, haben aus guten Gründen ihre Büros in Chiang Mai und haben auch ihre Kneipen und ihre Treffpunkte. Und ein Thema auch bei den Kollegen vom Medico ist natürlich, dass sie eben nicht dauerhaft angestellt sind, dass sie Jobs finden müssen, dann kommen die Evaluationen aus Brüssel oder aus Deutschland und dann müssen sie genau das Gegenteil teilweise von dem schreiben, was sie wirklich tun. Es wird immer gesagt, Kooperation, Vernetzung, gemeinsam, das, naja, gut sagen kann man viel über das nicht für alles geduldig, aber ich will sagen, was bisher immer noch fehlt, ist so eine strategische Überlegung, wie man hunderte von kleinen und großen Hilfsorganisationen zusammenbringt. Das ist einfach nicht da. Und ich sehe auch keinen Ansatzpunkt im Augenblick, wie das überhaupt besser werden kann. Die Europäische Union hat ihre Strategien, die Holländer mit ihrem Basket, mit ihrem Basket-Ansatz, die Caritas kreuz und quer, es gibt Versuche von der Böll-Stiftung, das in irgendeiner Form in Thailand, in Kambodscha aufzugreifen. Es gibt immer Versuche, es gibt immer Unter- und Regierung. Also Kooperation ist nicht an die Förderung gebunden, das will ich damit sagen. Ich glaube, wir haben aber da Ihren Punkt verstanden. Ne? Er hat es ja, das denke ich, kann ja, Andreas auch was zu sagen zu dieser Debatte. Ich meine, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ja, also die. Nur einfach. Also wie war es weitergegangen? Das ja. Zweite, was ich anmerken möchte, ist, immer wieder taucht das auf, dieses Schlagwort der Community, der Familie, des Dorfes. Sie haben in diesen gesamten Ländern eine Nettoreproduktionsquote, die ist ähnlich der deutschen, nämlich die Spanne zwischen 1,6 und 1,5. Seit 30 Jahren tut es das. So, das heißt doch, dass diese Vorstellung der Familie, der Community, die quasi im Dorf ihren eigenen Brunnen braucht, natürlich wichtig ist, aber dass der innere Zusammenhalt der Dörfer, der Gemeinschaften, der Familien bei den jüngeren Menschen perdue ist. Okay, genau, also es wäre dann die Urbanisierungsprozesse des Zerreißen der alten Sozialstrukturen kennen. Ja, ich beschäftige mich, was der Allgemeinmedizin kommt, schon einige Jahre mit der Frage der Primärversorgung. Das unterschiedlich aufgebaut ist und die Effekte. Was ich daran jetzt anknüpfe, die Ausführungen gerne nochmal auch deutlich machen möchte, ist, dass die Frage ja genau die ist, wie denn Gelder denn verteilt. Man kann in Ruanda sehen, dass im Prinzip im Vergleich zu den USA mit deutlich weniger Ressourcen eine sehr viel größere Anteil der Bevölkerung erreicht werden kann als in den USA. Und genau wie erreichen wir das? Es gibt internationale Untersuchungen von Bauer Starfield und anderen, die nachweisen, dass Länder, die eine Primärversorgung haben, also das heißt, wo nicht kommerzialisiert die Menschen mit ihren Beschwerden direkt zu Spezialisten gehen, wie es auch in Deutschland häufig der Fall ist, dass diese Länder, die eine Primärversorgung haben, die zum Teil auch so ist, wie gerade in Brasilien mit Familiengesundheitsdienst, dass die zunächst mal eine viel niedrigere Schwelle haben, das heißt, die Erreichbarkeit der Bevölkerung ist viel größer, die sozialen und auch gerade gesundheitlichen Ungleichheiten sind geringer und auch die Lebenserwartung in diesen Ländern höher. Es gibt da deutliche Zeichen, dass das sehr viel effektiver ist als ein spezialistisches System. Dies noch so als Ergänzung zu den Ausführungen und da die Frage auch an die Vertreter des Podiums, welche Möglichkeiten sehen Sie da im Rahmen der parlamentarischen Opposition und auch außerparlamentarisch, die
dies auch in der Diskussion deutlich zu machen. Also unter einer Primärversorgung verstehen Sie dann so etwas wie das SUS in Brasilien, also ein öffentliches Gesundheitswesen, also nicht nur eine Grundversorgung, sondern steuerfinanziert, sondern dass im Prinzip das Familiengesundheitsteam, was interdisziplinär aufgestellt ist, mit Krankenpflege, mit Gesundheitsarbeitern, mit Ärzten, Hausärzten und auch Zahnärzten, dass das letztendlich der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist. Und nicht, dass ich gleich irgendwie, wenn ich Husten habe, zum Lungen fahre. Gut, das werden wir auch sicherlich in den nächsten Runden noch diskutieren, aber da können sicherlich die Kollegen hier vorne was zu sagen, Frau Andreas. Gibt es noch weitere Beiträge? Ja, sehr schön. Kurzer Beitrag. Im Kontext soziale, politische Arbeit. Zum Kontext politische Rahmenbedingungen für adäquate Gesundheitssysteme und politisches Versagen. Herr Kibbles hatte erwähnt, Ruanda als quasi Beispielsland für eine, sagen wir mal, avancierte oder verbesserte Gesundheitsversorgung in Afrika, hat dabei auch darauf hingewiesen, dass Kagame ein sicherer, autoritärer, rechtsorientierter Alleinherrscher ist, wenn man so will, Tutsi als Revanchismus von ihm auch bezeichnet. Er hat dabei nicht erwähnt, dass Ruanda auch seinen zunehmenden Reichtum einer kriminellen Schwarzmarktwirtschaft verdankt, nämlich der Ausbeutung des Kongos. Und im Kongo haben wir andererseits eines der defizitärsten Gesundheitssysteme weltweit. Und hier sind wir dann auch dabei, dass wir sagen müssen, das ist politisches Versagen auch der westlichen Demokratien, dass sie eben diesen Krieg, der seit Jahrzehnten im Ostkongo weitergeht, ein Krieg um Ressourcen ist, von dem auch die westlichen Industrien enorm profitieren. Aber sie sind nicht in der Lage, zum Beispiel die Bodenschätze zu zertifizieren, um diese kriminelle Wirtschaft irgendwo zu unterbinden und damit auch das Kriegsgeschehen. Des Weiteren habe ich vermisst, dass bei den Beispielländern für gute Gesundheitssysteme Kuba nicht erwähnt worden ist. Bei aller Zurückhaltung bezüglich des Systems, aber es hat es jedenfalls geschafft, auch als armes Land ein Gesundheitssystem zu etablieren, was den westlichen Industrienationen eben gleichkommt. Ganz einfach durch Festlegen von politischen Prioritäten. Gesundheit und Erziehung als wichtigste Priorität, man hat es durchgesetzt und hat damit den Gesundheitsdaten erreicht, die sich wirklich sehen lassen können, sodass Kuba in der Lage ist, auch Ärzte zu exportieren. Das hat zum Teil ja ein bisschen übertrieben. Und dabei schließt sich wieder der Kreis. Kagame kauft ruandische Ärzte ein, weil er das Geld hat aus Schwarzmarkt. Nun, das wird noch nicht. Okay, gibt es sonst noch weitere, weil wir haben noch 5 Minuten. Eine letzte Frage und dann müssen wir das. Und zwar, weil ich Anfang der Woche bei einer Veranstaltung von Herrn Schwölf zum Pflegenotstand in Deutschland ging und halt um die Frage, wie wir die Gesundheitsversorgung in Deutschland mit der alternden Gesellschaft aufrechterhalten wollen. Ja, und nun im Zusammenhang mit dem Solidaritätsprinzip oder dass man Gesundheit global sehen muss oder weiter treiben muss und möchte, ich denke, es wird zunehmend schwieriger, da die westlichen Länder, sag ich mal, ganz andere gesundheitliche Interessen verfolgen als eventuell die Länder im globalen Süden. Und dass man ja auch hier schon sieht, Sie hatten mir erwähnt, dass das Gesundheitssystem in Deutschland gerade noch funktioniert, dass die Menschen gewillt sind, einzuzahlen und dass alle eine Gesundheitsförderung erhalten können. Aber dass es ja auf europäischer Ebene schon wiederum schwieriger wird und eher zum Fall. Super, weil das wäre jetzt auch meine Schlussfrage gewesen hier für das Podium. Ihr müsst also jetzt die Fragen, die kamen, beantworten und gleichzeitig diese letzte Frage, also dieses Schlagwort Wiedereinführung des Solidaritätsprinzips. Wo gibt es nichtsdestotrotz Ansätze? Gibt es auch etwas, wo wir
sehen, dass wir da an bestimmten Punkten auch Fortschritte erreichen können, wäre jetzt an alle die Frage, und welches Umdenken ist dafür auch in unseren jeweiligen Politik- und Arbeitsfeldern nötig, wo wir selbst tätig sind. Ich bitte euch aber alle, die Fragen, die jetzt hier kamen, auch dabei zu berücksichtigen. Fangen wir in derselben Reihenfolge an. Peter und dann Uwe Kikeritz und... Zu den konkreten Punkten möchte ich kurz darauf eingehen, das ist gut aus meiner Sicht, dass nochmal Kuba angesprochen wurde. Ich habe, als ich über das Thema Geld und Gesundheit gesprochen habe, die Weltkarte, die ich auch dazu gezeigt habe, da nicht die weiteren Ausdifferenzierungen genannt, sondern aus Zeitgründen. Und zwar haben wir auch analysiert, wie ist der Out-of-Pocket-Anteil, der bezahlt wird, also das, was man praktisch selber beisteuern muss aus der eigenen Tasche für die Gesundheitsversorgung. Und das ist sehr auffallend, dass Kuba, wo übrigens eine relativ hohe Lebenserwartung, gesunde Lebenserwartung ist mit 65,2 Jahren, hat einen sehr geringen Out-of-Pocket-Anteil mit 5,3%. Also wer diese Details interessieren, der Bericht liegt auch hier vorne, Sie können sich gerne Exemplare mitnehmen. Und da ist das nochmal ausdifferenziert für auch verschiedene Beispiele und eben auch mit Kuba dabei. Also danke für diesen Hinweis. Ja, ganz gut. Wie schaffen wir es, das Solidaritätsprinzip wieder weltweit zu verankern? Ich kann Ihnen sagen, das wird extrem schwierig. Es werden lokale Initiativen notwendig sein. Für mich ist es aber ganz einfach wichtig, dass man wirklich die Prozesse auf EU-Ebene, OECD und UN-Ebene unterstützt, die die internationale Unternehmensverantwortung einfach einfordert. Und das kann nicht mehr in der Zukunft auf freiwilliger Basis geschehen. Unsere Regierung sagt, ja, Verantwortung schon, aber alles freiwillig. Und ich denke, sobald diese zwingenden Maßnahmen da sind, dann werden Finanzströme offen, dann werden ökologische Bedingungen offen, dann werden Arbeitsbedingungen offen. Und ich glaube, dann hat man auch einen Hebel und dann wird vielleicht auch die Presse weniger von Uli Hoeneß berichten, sondern vielleicht auch mehr über solche Sachen. Kuba... Ich werde es Ihnen mitteilen, dass Sie an der Regierung sind. Genau. Ich weiß nicht, was Sie da hoffen. Kuba, Sie haben natürlich immer recht, der Politiker sagt nie immer alles. Nicht? Wenn er nach 15 Minuten schon auf die Zeit hinweisen muss, ist ganz klar. Aber natürlich ist mir auch bekannt, was die Kubaner im medizinischen Bereich geleistet haben. Die sind hervorragende Experten, gerade im Augenbereich sind sie Experten und sie senden auch ganz viele Ärzte nach Mosambik oder in die umliegenden süd- und mittelamerikanischen Staaten und helfen dort aus. Respekt vor dieser Leistung, aber man darf nicht vergessen, dass Kuba auch im Korruptionssumpf versinkt und dass das alles irgendwann endet, weil Korruption ist ein Krebs, der alles vernichtet. Kagame, da haben Sie natürlich recht. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein absoluter Freund von ihm bin. Nein, ich glaube aber gar nicht, dass Kagame das Geld aus den Rohstoffdiebstählen aus dem Kongo verwenden muss, um sein Gesundheitssystem zu finanzieren. Es ist ein Politikversagen, das auch dahinter steht. Die sind nämlich alle in der ganzen Welt immer interessiert daran, wo funktioniert denn Entwicklung. Und Kagame hat die Korruption im eigenen Land reduziert und jetzt haben die das Problem, dass sie im Prinzip zu viel Geld haben. Sogar der Global Fund macht dort etwas, was er sonst nirgendwo macht. Er gibt ein Budget, wie heißt das, Budgethilfe. Ja, das heißt, die geben dem, was weiß ich, 15, 20 Millionen ohne Kontrolle. Heißt nur die Bedingung, du musst es im Budgetbereich ausgeben. Und da das sind die Länder, die wir Donner's Darling nennen. Ghana war mal ein Land, das sehr positive Entwicklungen gemacht hat. Ja, da haben sie die Industrienationen drauf gestürzt und haben gesagt, da müssen wir Projekte machen. Da ist Geld geflossen ohne Ende. Warum? Weil da eben die Erfolgsquote viel besser war als zum Beispiel in Kamerun oder sonst irgendwo. Ja, also ich denke, Sie haben völlig recht mit Ihrer Kritik an Kagame, aber es ist nicht unbedingt notwendig, um die Korruption zu beenden. Und wenn der politische Wille da ist, dann wird es auch besser. Das ist das Zentrale in der Politik der Zukunft. Ja, das ist natürlich, ein rennt natürlich ganz offene Türen ein, also Medico und natürlich viele Organisationen.
Organisation mit uns, die historisch aus der Zeit auch noch der Alma-Ata-Erklärung der WHO kommen, haben natürlich genau diesen Punkt immer wieder stark gemacht, dass eine Primärversorgung, dass eine Gesundheitsversorgung, die auch integriert soziale Lebensbedingungen, Wasserversorgung, Wohnverhältnisse, Ernährungssicherung, Gemeindepartizipation einbezieht, dass das im Zentrum stehen muss einer tatsächlichen Verbesserung und Sicherung auch von Gesundheitsversorgung. Kann ich gar nichts anderes zu sagen. Dass Communities sozusagen nicht idealisierbar sind und idealisiert werden dürfen, ist auch klar. Die haben selber Machtverhältnisse intern. Die Frage, wer entscheidet in Communities, das ist auch keine idealisierbaren Gruppen, und dass es unter globalisierten Bedingungen von Städten, in denen Zuwanderung stattfindet, Menschen ganz unterschiedlicher Regionen aus einem Land zusammenkommen, wie sich dann neue Prozesse bilden, in der Menschen miteinander verantwortlich werden, das sehen wir ja auch bei uns in unseren Gemeinden, in unseren Stadtteilen und Nachbarschaftshäusern, welche konfliktiven Prozesse das bedeutet. Und trotzdem sind Menschen in Situationen immer auch hilfsbereit, und wenn es gerade speziell um Notsituationen geht, das zumindest als Erfahrung auch aus der Nothilfe, in der wir arbeiten, heißt es, legen wir auch immer Wert darauf, die ersten Nothelfer und die wichtigsten Nothelfer sind immer die Nachbarn und die Menschen vor Ort, bevor da irgendwelche Experten und Techniker einfliegen von solchen Leuten, weil das tatsächlich diejenigen sind, die einfach unmittelbar vor Ort auch sind. Das fände ich nach, also wie man solche Community-Prozesse fördern kann, dass tatsächlich auch Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Situation gemeinsame Themen finden. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Erfahrungen auch in der Welt, die man da auch sich anschauen kann und nutzen kann. Andreas, da möchte ich jetzt einfach unterbrechen. Frage 5 nach 1, und ich fürchte, dass wir hier... Das Solidaritätsprinzip, wie erreichen wir... Ich würde nur vorschlagen, dass wir könnten vielleicht auch nochmal am Rand reden. Wir hatten ja eine ganze Konferenz zum Thema Beyond Aid, also sozusagen, wie kann man das dauerhaft machen, und ist das wirklich über die Helfer? Vielleicht kriegst du dann nochmal das Schlusswort. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, 14.15 Uhr geht es hier weiter, und dann geht es natürlich auch um die konkreten Fragen. Was heißt denn Einführung von Solidarität, Wiedereinführung von Solidarität? Wie kann das konkret aussehen? Wo sind die Debattenorte auf globaler Ebene? Ich denke, da haben wir jetzt hier eine Grundlage gelegt, um überhaupt zu verstehen, um welche Fragen es geht. Tut mir leid, wenn ich da jetzt unterbreche, und wir diskutieren das jetzt nachher weiter. Wir haben es einfach schon so überzogen, dass wir das jetzt hier beenden müssen. Vielen Dank.